Hallo, ich bin gerade auf dem Weg nach Hamburg, weil ich da heute eine Wohnungsbesichtigung habe und dachte, ich nehme euch einfach mal mit, weil das, glaube ich, ziemlich interessant ist zu sehen, wie schwierig das sein kann, in Hamburg eine Wohnung zu finden. Ich hoffe, mein kleines Vorhaben wird von Erfolg gekrönt sein und ich mache mich nicht total zum Affen. Ich rede gerade hier im Zug vor 1000 Leuten mit meiner Kamera. Aber ich habe jetzt einfach mal das nötige Selbstbewusstsein dafür und nehme euch mit. Also, ich habe mich heute ein bisschen doller geschminkt als sonst, weil ich dachte, Hamburg, da ist es eine Stadt, da muss man schon was Besonderes machen, um aufzufallen. Ich glaube, mein Lippenstift ist ein bisschen zu krass, aber das ist mir jetzt egal. Wenn ich in der Öffentlichkeit filme, ist, glaube ich, der Lippenstift mein kleinstes Problem. Deswegen, ja, habt Spaß, ich nehme euch mit. Ich hoffe, wir werden eine Wohnung finden. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen dann in Kürze den Hauptbahnhof der fallenden Hansestadt Hamburg, unseren Ziel- und Endbahnhof. Unsere Zugfahrt endet dann hier. Wir verabschieden uns nun von Ihnen, wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, gegebenenfalls eine angenehme Weiterfahrt. Beim Aussteigen denken Sie dann bitte auch an Ihre Hand und gegebenenfalls Reisegepäck. Dankeschön. Dann noch ein Hinweis, dieser Zugverband fährt dann nach einem kurzen fahrplanmäßigen Aufenthalt um 13.57 Uhr als Metronom 82117 nach Uelzen. Dankeschön, lieber Bahnmann. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich habe einen. Ja, das ist doch spiegelt jetzt. Ich bin jetzt endlich angekommen. Ich will allerdings noch nicht gleich zur Wohnungsbesichtigung, sondern erstmal meine Bachelorarbeit ausdrucken gehen. Da habe ich mir einen Copyshop ausgesucht und ich hoffe, den finde ich. War vielleicht nicht ganz so clever, mir die Adresse nicht zu vermerken, aber ich weiß, dass ich in die Adenauerallee muss. Wünscht mir Glück. So, ihr dürft gerade live dabei sein, wie ich mich volle Kanne in Hamburg verlaufe. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe die Adenauerallee gesucht und war irgendwo in der Pampa, gerade bei Siemens oder keine Ahnung was. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich möglichst schnell zu meiner Wohnung fahren. Meiner, hoffentlich meiner. Und dann gucken wir mal. Oh mein Gott, ein Marienkäfer mitten in Hamburg. Alles wird gut. Da ist noch einer. Mal ein Tipp für alle, die in Hamburg sich überhaupt nicht auskennen und noch Dinge suchen müssen. Zieht niemals solche Schuhe an. Ihr werdet Blasen haben und sehr, sehr unglücklich werden im Laufe des Tages. So Leute, ich gebe es zu, ich bin gestrandet wie dieser Kaffeebecher auf dieser Dekoration. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss und suche jetzt einfach den Hamburger Hauptbahnhof wieder. Ich komme mir so affig vor, ich stehe mit meiner Kamera mitten in Hamburg und alle Leute gucken mich an. Aber irgendwie ist es auch lustig. Ja, ich weiß nicht mal, wo es zum Hamburger Hauptbahnhof geht. Ich darf niemals in großen Städten rumlaufen, ohne zu wissen, wo ich hundertprozentig lang muss. Bei meinem Orientierungssinn war das eine sehr, sehr, sehr dumme Idee. So, ich bin endlich angekommen. Es war ein furchtbarer Weg hierher und ich stelle immer wieder fest, dass ich absolut nicht lebensfähig bin. Als ich endlich an der richtigen Haltestelle war, wo ich mit dem Bus und der Straßenbahn dann losfahren musste, ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht sowas wie ein Ticket brauchen könnte. Also wieder schön zurück mit blutigen Füßen zum Hamburger Hauptbahnhof und das Ganze von vorne. Meine Füße sind so tot. Sie könnten gar nicht töter sein. Sie sind töter als tot.
Ich glaube, so schlimme Blasen und Schmerzen hatte ich mein ganzes Leben noch nie. Ich habe hier jetzt gerade Asyl gefunden auf einem Spielplatz und sitze unter so einer, unter so einem Baum auf einer Bank und warte, weil mein Termin jetzt in einer Stunde ist. Ist aber sehr gut, dass ich mehr Zeit einkalkuliert habe, weil ich absolut unfähig bin, in großen Städten einen richtigen Fleck zu finden. Wie gesagt, das Ticket hatte ich vergessen. Dann war ich unterwegs mit Schuhen, in denen ich wirklich überhaupt nicht mehr laufen könnte. Ich habe sie auch das erste Mal an. Auch eine sehr, sehr schlechte Idee. Orientierung sind gleich null. Ich konnte nur überleben, indem ich die GPS-Funktion von meinem Handy angestellt habe und dann mit Google Maps und Hilfe von nach zu Hause anrufen und fragen, wo es lang geht, habe ich irgendwie meinen Weg gefunden und stehe jetzt hier. Ich bin nicht ganz sicher, ob mir die Gegend gefällt. Sie ist auf jeden Fall ruhig. Es ist in Altona. Aber ich sehe eine ganze Menge Graffiti und so Backsteinhäuser und naja, mal gucken, wie die Wohnung von drinnen aussieht. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen und warte jetzt noch eine Stunde. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass ich hier sitzen muss, weil meine Füße gerade einfach nur vor sich hin summen und völlig fertig sind mit der Welt, genauso wie ich eigentlich auch. Meine gute Laune von heute Morgen ist ein bisschen dem Stress gewichen. Mein Herz ist gerade so Großstadt, Stress ist eigentlich gar nicht meins, aber naja. Ich habe früher Hamburg richtig gehasst. Inzwischen mag ich es eigentlich richtig, richtig gern. Bloß, ich möchte gern das nächste Mal wissen, wo es lang geht. Dann sind Hamburg und ich auch wieder verliebt und nicht so auf dieser platonischen Liebesebene. Also im Moment finde ich Hamburg eher weniger gut, aber das liegt halt daran, dass ich überhaupt keinen Orientierungssinn habe und mich so mega verfranst habe. Den Copyshop habe ich übrigens vorhin noch gefunden. Der wollte aber so viel Geld von mir. Der wollte für 4 so ausgedruckte Broschüren von meiner Bachelorarbeit 150 Euro haben. Und ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Dann kaufe ich mir lieber einen Drucker und einen Broschürenringbuch, Herstellautomaten und bin wahrscheinlich günstiger dabei. Okay, so viel von mir. Mich hören hier gerade auch schon wieder 1000 Leute. Man ist in Hamburg niemals allein. In Bremen ging das immer noch. Und da, wo ich wohne, geht das auch. Aber wenn man hier mit einer Kamera rumläuft, kann man damit rechnen, dass mindestens 10 Menschen einem zuhören. Etwas ungewohnt am Anfang, weil man irgendwie mit einer Kamera und Selbstgespräche führen und sich selber dabei filmen, mehr auffällt als die ganzen anderen skurrilen Leute in Hamburg. Also ich habe sehr viele skurrile Leute gesehen, aber die waren alle nicht interessanter als ich offensichtlich, denn an mir klebten eindeutig die meisten Blicke, wie ich hier Selbstgespräche führend mit meiner Kamera durchgelatscht bin. Ich hoffe, man versteht, was ich sage. Wir, diese Videos sind nichts geworden, denn das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute, interessante Erfahrung für mich, die ganze Zeit mich selbst zu filmen und ja, die Blicke der Leute an mir kleben zu sehen. Nicht unbedingt negativ, aber viele haben doch ziemlich grumpy geguckt und sehr überfordert. Naja. Ich mache halt mein Ding und gebe mir Mühe. Und es ist auf jeden Fall ganz witzig, mal was anderes zu machen und mal so diesem stereotypischen, wir reden nicht miteinander und gehen blind aneinander vorbei, Gehabe auszuweichen. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause. Es tut mir leid, dass ich den ganzen Rückweg und die ganze Zugfahrt fast gar nicht Videos gemacht habe. Aber erstens war es knackevoll, ich hatte keinen Platz im Zug und musste die ganze Zeit auf der Treppe sitzen. Und so eingepfercht in ganz vielen Leutemengen hatte ich dann nicht so wirklich den Nerv, meine Kamera zu zücken und mich da vollkommen zum Affen zu machen. Also ich glaube, ihr versteht das. Jetzt bin ich wieder zu Hause und einfach nur komplett am Arsch. Ich darf das mal gerade kurz sagen. Meine Füße sahen noch nie so furchtbar aus wie jetzt. Ich erspare euch jegliche Bilder. Das ist wirklich nicht mehr schön. Und bin sowas von fertig. Ich glaube, ich könnte im Stehen einschlafen gerade. Ich habe mir schon meinen Plüschi-Pullover gerade angezogen, weil ich nichts mehr großstadtmäßig haben möchte. Lippenstift ab, Haare zerzaust, Zopf weg und einfach nur lass mich in Ruhe, Welt. Die Wohnung war ganz okay. Hätte ich gerne genommen. Es waren leider noch ungefähr 10 andere Leute da. Wurde mir vorher nicht gesagt, finde ich eigentlich ziemlich frech, dass man nicht gesagt bekommt, dass es eine Massenbesichtigung ist und dann kommt man da an mit 10.000 anderen Leuten, aber
Naja, da habe ich wohl dann nicht so gute Chancen. Es ist noch ein kleines bisschen später geworden und ich habe die ganze restliche Zeit jetzt den Abend lang noch mit Wohnungssuchen verbracht, auf eBay Kleinanzeigen, auf allen möglichen Wohnungsanbietungsseiten, und ich die Augen zumache, sehe ich Einbauküchen vor mir und habe überhaupt keine Lust mehr. Immerhin habe ich jetzt für morgen noch einen Termin machen können. Allerdings fahre ich da auch ungefähr 2,5 Stunden mit dem Zug hin. Also nicht unbedingt die perfekte Lage, wenn man in Hamburg arbeiten möchte, aber in Hamburg selbst kann man es eigentlich wirklich nach meinen Erfahrungen heute vergessen, kurzfristig eine Wohnung zu bekommen, und langfristig wird es auch teuer und schwierig. Deswegen bin ich jetzt in meinem Denken etwas auf die Nachbarorte von Hamburg ausgewichen und halt um notfalls mit dem Auto hinzufahren. Das ist jeden Tag natürlich anstrengend, aber wenn man maximal eine halbe Stunde, würde ich mal also sagen, jeden Tag bis zu seinem Arbeitsplatz unterwegs ist, wenn man in Hamburg arbeitet, ist das schon echt was man nehmen sollte. Ist jedenfalls so meine Erfahrung. Also, wenn ihr mal eine Wohnung in Hamburg sucht, es wird teurer als erwartet, es wird weiter weg als erwartet, es wird unfreundlicher als erwartet, teilweise auch gefährlich. Und ja, ihr werdet eine ganze Weile desillusioniert sein, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und hoffe einfach, dass ich jetzt in den nächsten Tagen eine passende Wohnung finde. Wenn auch nicht in Hamburg, aber zumindest so, dass ich mit dem Auto schön einfach nur Autobahn fahren zu meiner Arbeitsstelle komme. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen. Ach so. Ja, also einfach ist es nicht und man muss wirklich aufpassen. Ich habe versucht, Wohnungen zu finden, die von privat angeboten werden. Also, dass man nicht unbedingt eine Maklerprovision hat und Courtage und keine Ahnung was. Es kommt ja alles zur Kaution dann noch dazu. Es wird also eigentlich immer teurer, als man sich das eigentlich vorstellt. Unter 400 Euro warm ist innerhalb von Hamburg eigentlich gar nichts zu finden. Und ja, dann halt mit diesen ganzen Zusatzkosten noch, also bei 600 warm wird man zwangsläufig landen, wenn nicht mehr. Also das wäre sehr, sehr optimistisch ausgedrückt. Und deswegen habe ich halt versucht, von privat auch was zu finden, also von privaten Vermietern. Und es gibt da doch ein paar sehr schwarze Schafe dabei. Also seid bitte auf jeden Fall auf der Hut, wenn ihr mal eine Wohnung sucht, in einer etwas größeren Stadt vielleicht oder in einer großen Stadt wie Hamburg. Also teilweise habe ich dann Anfragen bekommen, ja, das würde natürlich funktionieren, würde auch eine günstige Wohnung geben, aber halt nur, wenn ich jemandem privat irgendwelche Vorschusszahlungen gebe, damit er ein gutes Wort bei seinem Vermieter einlegt und irgendwelche seltsamen Sachen. Ich könnte mir die Wohnung allerdings auch auf anderem Wege verdienen. Da habe ich dann den Kontakt abgebrochen. Also ihr seht, es sind Dinge, wo man echt nicht erwartet, dass die passieren. Klar hat man schon mal davon gehört, dass Leute schlechte Erfahrungen machen. Aber dass es so auf Anhieb auch sofort passiert, hätte ich nicht gedacht. Also es war eine der ersten Anfragen, die ich bearbeitet habe. Und dann gleich auf so jemanden zu stoßen, schön. Das macht natürlich Mut am Anfang. Deswegen bin ich jetzt halt etwas auf die außerhalb von Hamburg gelegenen Orte ausgewichen. Weil ich irgendwie denke, da wissen die Leute, es ist einfach nicht so umkämpft. Und in Hamburg wird wirklich irgendwie mit allen Mitteln gekämpft. Auch dann heute mit der Wohnungsbesichtigung, wo plötzlich 10 Leute waren. Mir wurde nicht gesagt, dass das ein Massentermin ist. Finde ich auch unmöglich, zumal ich extra noch betont hatte, dass ich eigentlich keine Zeit habe und jetzt alles verlegen musste deswegen. Und dann auf so eine kleine Wohnung zu stoßen, wo 10.000 Leute Schlange stehen. Dankeschön. Also rechnet auf jeden Fall damit, dass es nicht schnell geht, nicht günstig wird und ihr eine ganze Menge Stress haben werdet. Ich gebe trotzdem nicht auf. Ja, wie gesagt, morgen habe ich noch eine Besichtigung, relativ weit weg von hier. Das heißt, ich werde den ganzen Tag unterwegs sein. Erst werde ich noch Nachhilfe geben, weil ich irgendwie sehen muss, dass ich mir jetzt so als Endstudentin was dazu verdiene. Ich gehe ein bisschen auf dem Zahnfleisch im Moment. Und fahre dann mit dem Zug direkt weiter. Irgendwann um 10 bin ich dann wieder zu Hause, weil der Besichtigungstermin erst um 19 Uhr ist. Dann muss ich erstmal wieder nach Hause kommen irgendwie. Jedes Mal die Zugfahrt bezahlen, jedes Mal Straßenbahn bezahlen, zwischendurch noch was essen. Das schenkt man sich dann meistens, weil man einfach nichts mehr übrig hat. Am Donnerstag geht es dann direkt weiter, also übermorgen wieder genau an dem gleichen Ort, ein Termin relativ spät. Und den Tag drauf habe ich noch eine Besichtigung und naja, also so wie sich das jetzt anhört, kommt glaube ich ganz gut rüber,
dass ich im Moment komplett am Ende bin und einfach nur sehe, dass ich eine Wohnung finde und mir das alles sehr, sehr viel leichter und angenehmer vorgestellt habe und ja, gerade die harte Realität zu spüren bekomme. Ich weiß nicht, wie ich es hinkriege mit Videos machen. Ich muss ja auf jeden Fall noch die Oma-Herausforderung für Cleopatra machen. Das werde ich auch auf jeden Fall tun, weil ich mich da mega drauf freue und auch hoffe, dass ich das hinbekomme. Aber ich kann halt im Moment nichts versprechen. Ich würde mal sagen, am Wochenende wird es wieder besser. Aber im Moment bin ich einfach psychisch, körperlich und auch in jeder anderen Hinsicht am Ende. Und ich denke, das versteht ihr auch. Ihr wisst jetzt ja, was Sache ist. Ich habe extra jetzt dieses kleine Hamburg-Video gedreht, was mich ja auch einige Überwindung gekostet hat. Und ich glaube, ihr könnt ganz gut mit mir mitfühlen, nach dem, was ich euch jetzt erzählt habe. Ich denke aber auf jeden Fall ganz viel an euch und überlege mir auch immer ganz viele coole... Ah, da ist mir gerade in letzter Sekunde die Speicherkarte verhungert. Die ist also leider voll mit den ganzen lustigen Hamburg-Impressionen offensichtlich. Ich habe auch eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich bin vollkommen müde und plappere einfach nur gegen meine Müdigkeit an. Deswegen schneide ich jetzt ganz vielleicht noch das Hamburg-Video, damit es morgen hochladen kann und gehe ins Bett. Also von mir aus over and out. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. So lang ist er ja nicht mehr, es ist ja schon spät. Ich bin im Bett und genieße den Schlaf. Bis ganz bald. Tschüss!